Ein Doppelkampf, wie sie Kampf. So. Die Frage ist, mit welchen Pokémon können wir denn am besten anfangen? Problem ist, Turbos hat, Moment mal. Wulman Fokus, genau. Hätte Turbos Fokus, dann müsste er nämlich aufpassen. Wegen dem Hagel. Am besten würde ich mit Bibor auch noch anfangen. Weil er hat sehr viel Schwächen dafür. Wobei, wir können auch gleich Bibor die Bodenattacke beibringen. Würde ich mal sagen. Bibor und Vulnona. Bibor kann immer noch raus zu Sandama. Dann könnten wir... Luxtra wäre in dem Fall nicht so optimal. Wobei besser als Garados. Garados eigentlich gut gegen Knackrack. Aber ich habe ja wohl Nona. Ich würde es eher so machen. Moment mal. Nee. Garados. Ist ärgerlich. Turbos weiß ich nicht. Deswegen Garados. Wäre in dem Fall doch deutlich besser. Ich bin gespannt. Die Leads ist nämlich das Entscheidende. Aha. Kapuriki. Sehr nice. Und so oder so, Bibo müsste eine Stallattacke überleben. Vor allen Dingen Patronenhieb. Und ist schneller als Kapuriki. Es sei denn, Kapuriki hat den Wahlschal. Was aber eher unwahrscheinlich ist. Sehr, sehr unwahrscheinlich. So. Wir können einfach drinnen bleiben, theoretisch. Weil er hat sonst nur Knackrack. Er hat sonst nur Knackrack tatsächlich. Oder. Wobei, wir machen die Mega-Entwicklung und Kehrtwende. Er kann niemals drinnen bleiben. Dann können wir die Kehrtwende auf Metagross machen. Das ist lustig. Und mit Alola Vulnona können wir auf ein Schutzschild gehen. Geht er raus? Er kann niemals drinnen bleiben. Niemals. Ja gut, dann sei es drum. Weil er hat doch Knackrack. Ah, egal. Oder hat er keinen Knackrack dabei? Könnte ja auch sein. Mist. Durch Overprediction gerate ich in Schwierigkeiten. Das ist nicht gut. Ja, Donnerblitz. Fail. Mega Fail. Das tanken wir sogar noch. Und ich müsste sogar schneller sein. So, ich gehe mal raus. Wir gucken mal, wir können ja noch später den Aurora-Schleier aufsetzen. Er bleibt instant, also er bleibt drin, ne? Klar, neutral Tors und so weiter. Von mir aus? So ein Crit. Das wird sehr viel wehtun, ne? Was? Was geht mit denen ab? Die überstehen das? Alles klar. Alles klar. Dafür gibt es ja noch den Hagel. Aber ich kann jetzt immer noch Alola Vulnona reinholen. Fuego.
Überstehen das beide mit einem KP? Ich glaub's nicht. Ja, es ist vollkommen egal, wo die jetzt stehen. Was soll ich machen? Knacker könnte immer noch outspeeden. Geh mal auf dem Schutzschild. Und Voluna greift an. Ja, ich muss angreifen. Ich muss angreifen. Sogar mega Knackhack. Ah, oh, der ist aber richtig, richtig bulky. Aber nee. Das reicht auf jeden Fall aus. Hahaha. Genau auf den Falschen. Sehr gut für uns. Vor allen Dingen hat Alola Voluna immer noch den Fokusgurt. Es hagelt immer noch. Ja, ich kann auf Stachelfinale gehen. Und mit Alola Voluna gehe ich mal auf den Aurora Schleier. Dann eben so. So funktioniert es auch. Plus 3. Keine Chance für den Gegner. Beide outspeeden. Ach komm, ich mach auch nochmal Schutzschild. Was soll ich denn sonst machen? Ansonsten kann man Stachelfinale nicht anders einsetzen. Außer so. Könnte den Kampf natürlich in anderen Richtungen versetzen, ganz klar, aber wir müssen es immer noch ändern. Auf jeden Fall. Alter Falter, Knacher könnte auch die Anti-Eisbirre haben. Dann hätte es uns auf jeden Fall noch eingeheizt. Aber okay, so kann es auf jeden Fall laufen. Gegen Marcy, Magena, Garados, Bisaflor, Gengar, Salgard und Nachtara. Oh, Nachtara. So, mein Lieblings-Pokémon. Wenn es noch Schein ist, dann muah. Ich muss nämlich entscheiden, was ich machen soll. Wahrscheinlich Mega Bisaflor. Ich denke eher, ich fange mit den beiden an. Es sieht nämlich sehr gut aus hier. Magena schön gut. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Ich glaube, ich nehme noch Turbitz mit. Wegen Gengar und hier, ich glaube Luxtra. Ich glaube Luxtra. Gegen Marcy, ein cooles Outfit. Nachtara und Bisaflor. Bisaflor könnte mir gefährlich werden, vor allen Dingen wegen der Giftattacke. Aber noch schlimmer wird's, wenn Mega Bisaflor Hidden Power Feuer hat. Das könnte für Sandama sehr eng werden. Und ist tatsächlich ein Shiny Nachtara. OMG, da bin ich sehr neidisch.
spiele mal auf dem Aurora-Schleier und mit Sandama kann ich einmal auf dem Schutzschild gehen. Ich will gucken, was er macht. Vielleicht geht er mit Nachtar raus. Kann ja sehr gut sein. Weil ich sowieso nur neutral treffe beide. Bisaflor wegen seiner Fähigkeit nach Tara ist ja klar Unlicht. Was macht Mega Bisaflor? Matschbombe. Alles klar. Auf Ulnona. Und Volltreffer. Puh. Zum Glück keine Vergiftung. Schmarotzer. Alles klar. Ich verstehe. Ich glaube, Nachtara kann ich erst ignorieren. Ich könnte auf ein Pokémon doublen. Oder ich könnte die Rundnummer verzögern. Ich gehe mal auf ein Schutzschild. Hat er keinen Hidden Power Feuer oder so? Ich auf dem Eiszerfagel. Ja, effektiv ist egal. Vielleicht könnte ich flinchen. Ich treffe. Sehr nice. Ja. Über 50%. Und zurückgeschreckt. So, das nehme ich sehr gut. Dann kann ich nämlich beide angreifen. Auf dem Eisenschädel, sicherheitshalber, damit ich auf jeden Fall treffe. Jau, Toxin! Damit Nachtara wohl nun auf jeden Fall runterkriegt. Schmarotzer hat auch gereicht, weil er Toxin nämlich eventuell verfehlen könnte. Ich komme mit Turbutz rein. Garados. Alles klar. Vielleicht doch lieber Luxtra, aber egal. Weil dann könnte ich nämlich in Luxtra reinkommen. Oder? Verhöhner. Verhöhner auf Garados. Könnte gut enden. Wobei. Ich weiß nicht. Turbis können noch behalten. Falls noch einen Gengar hat. Ich gehe mal auf die Kehrtwende. Und so. Oh, hallo Ranjit. Wie geht's? Er wird sicherlich aufsetzen. Shit, meine Zeit. Ich double mal nach Tara, gucken, was er macht. Sehr, sehr, sehr bulky. Heute mal Doubles. Und wegen Fail, schwarz-weiß, nasse Lok. Speichersache. Nachtara ist immer noch da. Oh, nur die Kaskade. Alles klärchen. Und wie ich das noch denke. Ja, lol. Nachtara erstmal nicht besiegt gehabt, aber dann durch Bullenhelm.
voll das Style-Team dabei. Wusste ich's doch, Gengar. Gengar kriegen wir noch gewuppt. Eisenschädel. Los, Luxra, tank das. Nice. Tankst du auch? Ja, Aurorschleier macht hier sehr gute Arbeit. Kein Hagel mehr und kein Aurorschleier mehr. Oh, hallo Crazy Sense. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe jetzt ein Zengulis gehoben gemacht. Mal gucken, ob der was kann. Da bin ich auch sehr gespannt. Okay, nicht auf Turbuts. Habe ich nicht getroffen? Was? War das ein Senkkopfschuss, Miss? WTF? Hallo? 10% Miss? Wieso? Hier, bam. Voll Style-Team und doch noch gewonnen. Also, finde ich sehr fresh. Okay, gut, Ranji, dann können wir gleich battlen. Sehr nice. Kannst dann aussuchen, ob du gegen das momentane Team kämpfen willst oder ob ich da was switchen muss. Oder soll. Je nachdem. Ja, Cresselia. Bibor rieche ich da schon sehr nice. Sehr gut gegen Mewtwo, Latias, Cresselia und, ja. Genau. Lunona. Dann. Ich glaube vielleicht. Komm, Tobitz. Und Alolasandama. Ja, jetzt habe ich vergessen, die Mucke zu ändern. Ist egal. Ich meine, die Mucke hören wir auch nie oft genug. Ja, Raikou, Groudon. Ich freue mich, wenn sein Groudon auf Erdbeben geht. Klaro! Los, Erdbeben! Ich riech das! Hier, Proto Groudon, richtig hardcore. Mit Entlands. Oh, nice. So, soll ich auf Schutzschild gehen oder nicht? Ich bin klar, wir haben alle Level Nona. Und er würde beide Pokémon treffen. Ich glaube, ich gehe mal auf ein Schutzschild und greife dann an. Ich glaube, Aurorschleier würde hier in dem Fall auch noch nicht wirklich was reißen. Von dem her Blizzard. Volle Pulle Blizzard. Dann kann ich Raikou mit Schlagbohrer oder Growler mit Schlagbohrer richtig hart angreifen. Das wird sehr hart.
Natürlich! Donner. Ja, es gibt kein Hagel mehr. Auroschleier wäre sowieso egal gewesen. Autsch! Keine Verbrennung, ich muss eigentlich wieder rausgehen, aber Endland wirkt immer, solange Grodom Battle ist. Das ist nämlich nicht sehr gut. So, das heißt, Ray auf Freikuss Schlagbohrer. Um gut zu wissen, dass Grodom den Feuersturm hat. Könnte ich ihn ein bisschen austricksen. Bye. Lol, so ein Crit. Alles klar. Oh. Er geht auf Mega Bibor. Ich dachte, er würde jetzt Alola Voluna irgendwie finishen. Aber so ist es nämlich nicht. Wird auch minimal problematisch gerade, vor allem gegen Groudon. Muss ich gucken. Mewtwo. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal was Kompliziertes. Ich gehe auf Kehrtwende mit Turbutz. Dann wechsle ich von Alola Voluna auf Sandama. Und dann müsste ich mit Kehrtwende wieder Alola Voluna rufen können. Ah, das wird niemals funktionieren hier. Ist das X? Oh nein. Nicht Mewtwo X. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. So, mal gucken, ob meine Theorie sich bewahrheitet hat, dass Endlan auf ewig läuft. Ich habe sowieso geringe Chance. Lässt nicht nach. Das wollte ich sehen. Das wollte ich sehen. Interesting. Ich hätte sowieso nicht geschafft. Weil Alola Sandama kein Outspeedet hätte können, werden, niemals, ohne Hagel. Dies ist sehr problematisch. So, Mewtwo, müsste ich noch down kriegen? Ich habe keine Ahnung. Kann ich nur auf Zen-Kopfstoß gehen? Alter, was ist mit dem Pokémon los? Schon wieder das dritte Pokémon, was nur mit einem KP überlebt hat. Ohne nichts. Das geht doch nicht. Egal, was ich mache. Die überleben einfach. Autsch. GG. Keine Chance. Oh Mann. Also Mega Mewtwo hätte ich noch down gekriegt. Aber irgendwie will das Spiel nicht. Dann ist es so.